herr präsident! der vorschlag ist gut gemeint geht aber nicht weit genug. laut eurobarometer haben einundsechzig der eu bürger mit gmo ein unbehagen und letztlich sollte die mehrheit der bürger darüber entscheiden was auf den teller kommt. ein eu weites verbot muss daher die konsequenz sein. dafür spricht auch dass gensaatgut eben keinen halt vor grenzen macht. vögel insekten wind wasser tragen es durch die gesamte eu. die eu muss sich auch gegen die usa und gegen die who durchsetzen. der eugh hat in der vergangenheit bewiesen dass europa seinen eigenen weg gehen kann. ich denke hier an die entscheidung gegen den import von us rindern die mit wachstumshormonen behandelt wurden. wir sind nicht da die interessen der us agrarlobby zu vertreten. wir sind dazu verpflichtet unsere bürger vor risikotechnologien zu schützen. den damen und herren von der europäischen volkspartei ins stammbuch der binnenmarkt ist nicht selbstzweck. es geht darum die gesundheit unserer mitbürger zu schützen.